Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Assassin's Creed Rogue. Ja. Gut. Das war der Anfang vom neuen Assassin's Creed in der letzten Folge. Ich wusste gar nicht mehr, was ich sagen soll. Dann sind wir hier wieder raus. Sehr schnell aus dem Animus, weil eben ein Virus war. Jetzt sind wir hier eingesperrt. Server mussten wir aktivieren und jetzt heißt das dann. Einmal rumgehen, sorry. Dass wir halt weitermachen sollen. Solange hier ein Virus drin ist, ist klar. Assassin's Creed Rising Phoenix. Aha, ja. Naja. Gut, dann haben wir halt die anderen PCs aktiviert wieder. Gute Informationen gesammelt. Und weiter. War ich das? Erfolg. Davenport-Ansiedlung, März 1752. Das ist verdammt lange her. Achilles. Adewale, wie stehen die Dinge in der Karibik? Ziemlich schlecht, fürchte ich. Ich glaube, wir sollten uns darüber in Ruhe unterhalten. Kommt. Wer ist der Mann? Das ist Adewale. Er war Sklave und hat sich und hunderte seiner Brüder in der Karibik befreit. Der Mann ist die lebende Inkarnation des Kratos. Aha. Sollen wir trainieren? Bald. Vorher habe ich noch zu tun. Erzählt, was geschehen ist, alter Freund. Es war schrecklich, Achilles. Die Erde bebte und Riesenwellen überschwemmten Port-au-Prince. Wie viele starben? Tausende. Keine Familie blieb verschont. Ich hasse praktische Erwägungen in Zeiten wie diesen. Und das Gebiet kennen wir aber auch, ne? Als Mann seine Aufgabe vor dem Beben erfüllt? Ich weiß es nicht. Vendredi wurde Lasst nicht gefunden. Auf euch warten, er war ein starker Maroon. Einer von Macandals besten Schülern. Eine Schande. So wissen wir nicht, ob er die Stätte fand. Leider. Aber wenn unter den Wellen ein Tempel war, steht er wohl nicht mehr. Und die Artefakte, die den Weg wiesen? Gestohlen. Die Templer haben das Chaos genutzt. Sie nahmen das Manuskript und die Schatulle. Ich jagte sie auf See, aber verlor ihre Spur in New York. Wir müssen die nächsten Schritte planen. Adewale. Wie gesagt, das Gebiet kennen wir hier. Da waren wir im dritten Teil. Adewale sah heute besorgt aus. Ich hörte, Liam erwartet euch. Schon gesehen? Ich hörte, Mistress Hope sucht nach euch. Ja, ist ja gut. So geht das nicht. Hope, was habe ich verpasst? Nur die erste Trainingsstunde. Wir trainieren ständig, Kesego Wase. Und genauso wird das auch weitergehen. Spar dir deine Worte. Shay scheut das Lernen wie der Teufel das Weihwasser. Hey. Zum Heulen, der Bursche hat so viel Potenzial. Aber so wenig Disziplin. Schon gut. Schon gut. Was soll ich für euch tun? Sehr gut. Von Hope lernen, von Liam lernen, von Kissegowase lernen. Und? Was steht denn heute an? Gut und gerade schießen. Hier, benutzt diese. Das sind eure. Nun, ihr solltet wenigstens eine halbe Chance haben. Na los. Schießt auf die Ziele. Nehmt euch ruhig Zeit. Aber nicht zu viel, denn es gibt noch mehr zu nachladen. Ja. Wir kennen das ja, das Prozedere. Aus dem Stand kann jeder Ziele treffen. Mal sehen, wie es im Laufen ist. Haben wir natürlich nur eine Zeit. Eine gewisse. Los, Beeilung! Na,
Ja. Dahinter. Na los, Beeilung. Gut gemacht, Shay. Weiter so. Ihr macht das sehr gut, Shay. Lasst euch bloß nicht aufziehen. Sie meinen es gut, auch wenn sie es nicht zeigen. Das war die erste. Die nächste Lektion folgt danach jetzt. Na endlich taucht ihr auf. Es liegt mir fern, eine Dame warten zu lassen. Ich bin keine Dame. Vergesst das nicht. Ich bin euer Lehrer, euer Bester. Nun, einiges davon ist wahr. Was werden wir machen? 1000 Wege studieren, Leben zu nehmen. Ihr beiden, macht euch nützlich und achtet auf Shay. Von oben töten, aus dem Busch töten. Völlig unbemerkt töten. Beim Sprinten töten. Absolut brillant. Es ist nur Pli. Er ist da drüben! Wow. In Dickichts verstecken. Klettert nach oben, Shay. Aus der Luft zu töten ist höchst wirkungsvoll. Wenn man mich da mal hochlässt. So geht nicht. Ihr wisst augenscheinlich, wie der Hase läuft. Ich sehe ihn! Da! Du siehst mich nicht. Oben, Shay. Aus der Luft zu töten ist höchst wirkungsvoll. Vorzüglich. Ich bin überrascht. Ja. Ach ja. Der klassische Heuhaufen. Versteckt euch und überrascht das Ziel, wenn es nah genug ist. Wenn es nah genug ist. Also hier. Ihr wisst augenscheinlich, wie der Hase läuft. Ihr wart besser als erwartet. Ihr seid in der Tat viel besser geworden, Shay. Oh, lasst es euch nicht zu Kopfe steigen. Naja, was ist besser? Ich hab ein bisschen Übung. Aber trotzdem bin ich so blöd. Shay, folgt mir. Ihr müsst lernen, im Grenzland zu überleben. Ich denke, bisher stelle ich mich ganz gut an. Vielleicht. Aber ich kann euch mehr lehren. Ja. Das kennen wir auch. Vor allem, wenn du das echt schon gemacht hast, dann hinterher nochmal. Ist halt so, naja. Ja, komm. Es wird Zeit für die Jagd. Ein Tier ausfindig machen. Benutzt alle eure Sinne zur Beutejagd. Da. Den Elch töten. Töten darf nicht grundlos sein. Wir müssen nutzen, was die Natur uns gibt. Gut, jetzt benutzt, was ihr der Natur genommen habt. Ein Pistolenholz anfertigen. So. Entschuldigung. Damit haltet ihr eure Pistolen bei euch. Achilles muss euch noch etwas zeigen.
Das Training abschließen. Na dann. Is your reason absconded? Autsch. Achso, vor ein Gebüsch gesprungen. In den Heuhaufen. So, die sind da weg. Muss ich einmal gucken, Leute. Morrigan-Verbesserung. 3%. Shay-Verbesserung. Was ist das alles? Wir sind in der ganzen Anfertigung. Und im Winter. Shay, wie ich hörte, seid ihr ein bemerkenswerter Schütze. Wie großzügig. Danke, Mentor. Mein Schiff wartet, Achilles. Das Volk von Haiti kann eure Ladung gut gebrauchen. Sicher erhaltet ihr das Verlorene zurück. Verlorene? Die Templer stahlen zwei wertvolle Artefakte. Ein Manuskript von uralter Weisheit und eine Schatulle, mit der man seine Sprache verstehen kann. Ich habe die Templer bis zur Küste verfolgt, aber alles Weitere obliegt euch, mein Freund. Lebt wohl, Adewale. Wer diese Artefakte kontrolliert, hat Zugang zu der Macht unserer Vorfahren. Wir brauchen sie zurück, sonst droht uns allen Gefahr. Okay. Na, na. Das ist mal merkwürdig, wenn die Sachen da drin sind und damit einmal so spawnen. Voll komisch. Das ist halt der kürzeste Weg darunter. Zack. Sonst wäre das zu blöd. Man würde wahrscheinlich viel zu viel Schaden nehmen. Keine Ahnung, was sie da machen. Wohin? Wo uns die Templersache hinführt. Liam, seit wann segelt ihr ohne einen Plan? Plan oder nicht, wir wählen unser Schlachtfeld selbst. Und hey, sind wir nicht auf See zu Hause? Recht habt ihr. Setzen wir Segel. Auf See zu Hause? Halifax. Wo müssen wir denn jetzt hin? Da oben. Wir haben nur eine Spur, Shay. Hoffentlich führt sie uns zu den Artefakten. Also betreute Achilles euch mit der Mission? Nein, ich soll euch damit betrauen. Ihr müsst finden, was Makondal gestohlen wurde, Shay. Findet die Vorläuferschatulle und das Manuskript. Das ist eure Mission. Und die eure? Euch zu schützen. Achilles vertraut mir nicht richtig, oder? Gebt ihm Zeit, Shay. Tut dies für ihn. Für uns. Und ihr gewinnt viel mehr als Vertrauen. Liam, wisst ihr, was Achilles da schreibt? Er ist die ganze Zeit in seinem Büro, über seinen Papieren. Er macht Notizen und schreibt, studiert das wenige Wissen über die Edensplitter. Und korrespondiert natürlich mit Assassinen rund um die Welt. Natürlich. Liam, ihr seid ein rechter Einfallspinsel, wenn ihr annehmt, jeder wisse dasselbe, was auch ihr wisst. Ah ja, es ist halt, weil wir hier gerade sind, will ich ja mal da kurz hoch und, ja gut, Reisepunkte haben wir jetzt, schon. Ah ja,
Naja. Müssen wir gucken, wo wir da genau hochkommen. Ich vermute mal von hier durch. Genau. Zack. Und hopp. Hopp. Und dann einmal die Insel nehmen. Ist hier wieder ein bisschen größer. Aber wenn wir hier gerade sind, dann mache ich das auch. Hui. Lup. So. Es will, dass ich mit unseren Brüdern in Europa und anderswo vertraut bin. Worte des Lieblingssohns. Connor ist sein liebster und einziger Sohn. Danach Hillis Erbe. Connor mag das Haus erben. Ihr werdet Mentor. Abwarten. Was immer ihr sagt, Prinz Regent der Assassinen. Nennt mich noch einmal so und ich werfe euch ins Meer. Kein patrouilliert in diesen Gewässern, Captain. Ehrlich, Connor? Treib gut. Wir treffen gleich auf Land, Sir. Nicht ganz. Yay. Aber dass die Gebiete gleich so wie das Sperrgebiet haben, ne? Der Wind verheißt Ärger, Captain Tormek. Ja, ja. Diesmal ist so die. Nicht so. Also mit Stahlkreuz nach oben. Ist das diesmal, dass wir das anvisieren? Irgendein Zeug im Wasser, Sir! Ja, irgendein Zeug im Wasser. Wow, Eisschein. Zack. Ab. Hallo. Vertraut mir, diese Ummer sind in Frankreich eisbegehrt. Ah, der Bauernlümmel ist endlich zurück. Wurde auch Zeit. Wir haben eine Spur zu diesem Manuskript. Ihr werdet es nicht lesen können. Das kann niemand einfach so, Dummkopf. Deshalb brauchen die Templer ja so lange damit. Aber einer von uns hat ihre Arbeit gesehen. Ein Pirat? Ein Spion im Dienst der Piraten. Wir segeln nach Anticosti. Das wird ein guter Test für diese schwimmende Müllhalde sein, die ihr Schiff nennt. Wie verlässlich sind die Piraten? Ich betrachte sie als Brüder, Shay. Wenn die Zeit kommt, leisten sie Hilfe im Kampf gegen die Templer. Sei doch mal netter zu meinem Schiff. Schwimmende Müllhalde. Alter, ey. Ist richtig. Stünden die Rossbiffs doch nur, dass die Templer die Fäden ziehen. Herrschen die Templer wirklich über die Kolonien? Nicht ganz, aber ihr Einfluss reicht sehr, sehr weit. Und der Spion, den wir treffen? Keine Sorge wegen Le Chasseur. Er ist der Bruderschaft ergeben. Zufällig hat er Freunde in der französischen und englischen Flotte und ist über die Geschehnisse in dieser Gegend besser unterrichtet, als ihr je erhoffen könnt. Nun, Liam, was könnt ihr mir zu Adewale sagen? Ihr bewundert den Mann offenkundig. Ei, ich hatte die Ehre, mit ihm zu arbeiten. Ich kenne keinen, der mehr für unsere Sache getan hat. Doch das ist nicht alles. Adewale war bereits eine Legende, bevor er zur Bruderschaft kam. Er war Pirat, die Plage der Karibik.
auf Augenhöhe mit Männern wie Blake. Woods Rogers und Caligo Jack Rackham. Dort, Captain. Ein englisches Schiff. Steckt wohl in Schwierigkeiten. Das trifft sich gut. Vielleicht sollten wir ihm bei der Reise zum Grund behilflich sein. Lasst uns nichts übereilen. Vielleicht hat es ja gut geladen. Werft doch einen Blick durch das Fernrohr. Seht selbst. Hübscher Anblick. Ich sage, das ist ein guter Tag, König Georges Taschen zu leeren. Gebt acht. Ein paar Schüsse dürften sie lahmlegen. Zu viel und sie geht mit Mann und Maus unter. Und unserer Beute. Wir können sie kapern und plündern, bevor die Crew weiß, was los ist. Feuer! Feuer! Hey, ja. Feuer einstellen, Captain! Wir wollen sie nicht versenken. Es wird Zeit, kapern wir! Ja, hab ich doch gedrückt. Zeigen wir es ihnen, Captain! Na los, Männer! Die Beute ist unser! Für die Morrigan! Wow. Getroffen. Natürlich. Toll. Immer noch zu weit weg. Einmal nachgeladen. Zack. 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 Hey, jo. Und tschüss. Dreißig Einheiten Metall sammeln. Das, das Feindschiff ausschlachten. Ja. Aber komplett ausschlachten. Alles mitnehmen. Das Meer von hier bis Antikosti ist rau, Captain. Wir müssen die Morrigan verstärken, bevor es weitergeht. In der Nähe gibt es einen Hafenmeister. Bei ihm können wir kaufen, was wir brauchen. Ich wusste gar nichts von einer Bruderschaft auf Haiti. Ja. François Macondal ist ihr Mentor. Er rekrutiert viele Assassinen von den Maroons. Das sind entflohene Sklaven und ihre Kinder, richtig? Genau. Welch Schande, Shay. Sie entkamen einem harten Los, nur um beim Erdbeben zu sterben. Aber Haiti ist doch französisch, nicht? Na, ist es. Und hier helfen die Assassinen König Ludwig. Aber auf Haiti halten die Franzosen die Sklaven, welche die Assassinen befreien. Unser Kampf übersteigt politische Grenzen, Shay. Gebt dem Wind! Ist das der Ort? Ich sehe nichts als Fischer und Netze. Ei, Perse und Fischfang gehen Hand in Hand. Aber für unsere Zwecke wird es reichen. Zuerst fischten Franzosen hier, aber König George beansprucht Jahr für Jahr mehr. Die Bewohner stecken mittendrin. Das hätten wir geschafft, Jay. Anker los! Okay. Ja. Fortschritt benötigt. Mhm. Hallo. Ist ja gut, wir kennen das ja schon. Kann auch noch einen Rumpf ausrüsten. Was bedrückt euch, Captain? Kaufen. Rumpf. Und Kanonen. Das geht nicht. Stärke der Rundkugeln. Waffe und Panzerung. Achso.
vielen Dank für euer Vertrauen, Captain. Ja, aber gut. Ich würde sagen, bevor wir dann hier weitermachen, ja. Dann gehe ich erstmal. Tschüss. Auf nach oben. Hier machen wir schon. So. Zack. Hopp. Okay. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Assassin's Creed Rogue. Bis dann. Ciao, ciao.